thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Kanete Affen New Kingdom. In diesem Film geht es ähm, nicht mehr um Caesar und seine Leute, sondern wir gehen jetzt 300 Jahre circa in die Zukunft. Und ja, das Vermächtnis von Caesar ist sehr wie gespalten. Einige nutzen es zum Guten. Wie zum Beispiel. Dann den Clan, den wir jetzt ähm, kennenlernen, wo zum Beispiel ähm, Noah, gespielt von Owen Teague, gespielt wird, der ist dort und der spielt zum Beispiel in Filmen mit wie S oder I See You. Und seine zwei Freunde, Suna, gespielt von Lydia Peckham, die kennt man zum Beispiel nur die Wolke weiß ist oder. Hibiskus und Rusles und noch ein paar weitere Weggefährten. Ja, die machen mal sich so ein bisschen auf und ähm, ja, sie müssen aus irgendeinem Grund, wegen eines Rituals, müssen sie ähm, Vogeleier stehlen oder Falkeneier stehlen. Und ähm, ja, dadurch werden sie dann im Clan halt besser angesehen. Und ja, das klappt auch mehr oder weniger, bis sie dann wieder heimkommen und. Ja, dort angekommen können Sie sich noch ein bisschen äh, über Ihren Biom freuen, bis dann ein weiterer Clan kommt und ja alle Affen entführt. Und es gibt einen Kampf zwischen Noah und einem von den bösen Affen und ja Noah fällt weit 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 in die Tiefe und ja man hält ihn für tot, was er aber nicht ist und somit versucht er jetzt seine Leute von der Versklavung halt zu befreien ja so kann man das ganz kurz zusammenfassen ohne viel zu verraten also es ist jetzt ein ähnlicher Film also ein ähnlicher Ansatz wie die anderen Sachen Noah könnte man dann eher so als ähm, ja als ein bisschen wie Caesar bezeichnen er ist halt zu den gehört halt zu den guten Affen ja es ist irgendwie dann doch schon wieder ein bisschen anders, denn jetzt geht es mehr darum, dass ähm, viele Affen oder das zum Beispiel der Proximus Caesar, gespielt von Kevin Durant, der, ähm, den kennt man zum Beispiel aus Abigail oder aus ähm, Real Steel zum Beispiel. Der Proximus Caesar macht sich den Namen Caesar halt ähm, ja, zu eigen, aber seine Botschaft wird komplett anders interpretiert womit er dann halt, ähm, ja, nicht zimperlich auch gegen seine eigenen Leute vorgeht. Und versucht dann natürlich das Wissen der Menschen zu erkunden und will wissen, wie er es auch für sich nutzen kann. Also es ist ein ganz hinterhältiger Affe ist das. Nochmal ein bisschen anders als Koba damals. Also Koba war ja auch schon ein bisschen, ja, sagen wir mal, böse, niederträchtig, zwiespaltig. Aber dieser Proximus Caesar, der ist so, der ist manipulativ. Der ist ein ganz anderer Charakter. Also der ähm, ist zwar so ein bisschen, der will nicht unbedingt Krieg machen, aber der will jetzt aber nicht unbedingt ähm, viele Opfer haben, weil er will einfach nur seine, an seiner Macht bleiben und seine Macht festigen und somit versucht er es auch mit allen möglichen Mitteln. Er versucht alles mögliche an Wissen, was die Menschen damals hatten. Er hat auch einen Mensch bei sich. Taylor gespielt von William H. Macy. Den kennt man zum Beispiel aus, ähm, aus Rick und der Nikki oder zum Beispiel aus Born to be Wild. Und ja, er ist so ein bisschen so der, der Mensch, der sich so ein bisschen, ja, sagen wir es mal so, den Affen halt reingebracht hat. Und, ähm, ja, ihm geht es ja auch nicht schlecht bei, bei Proximus Caesar. Und deswegen will er auch überhaupt seinen Status nicht verlieren und gibt immer mal wieder so immer so ein bisschen stückchenweise Informationen, Preis, die Caesar halt gerne haben möchte. Aber nicht immer so viel auf einmal, sondern immer nur so häppchenweise, damit er für Caesar auch interessant bleibt. Und daran möchte er auch überhaupt nichts rütteln, denn ihm geht es super dort. Er hat ein super Leben. Und er hat sich auch damit abgefunden, dass die Affen die Erde übernommen haben und da gibt es gibt's für ihn auch überhaupt nichts mehr zu rütteln. Und deswegen sagt, er, macht er lieber mit Caesar gemeinsame Sache und ähm, ja gibt ihm alle Informationen, die er ihm geben kann, damit er seine Macht festigt. Ja, so kann man das sagen. Also die Animation. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie finde ich die Gesichtsanimation von den Affen oder gerade von, von Proximus Caesar irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, die sahen irgendwie bei den anderen Filmen anders aus. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Gefühl von mir ist oder ob das wirklich irgendwie so ist. Aber irgendwie sehen gerade so die Mundanimationen irgendwie anders aus. Ich weiß nicht, ob die da irgendwas gemacht haben. Ansonsten zu erwähnen ist natürlich auch ähm, May. Die ja auch sich ähm, ja erst so Noah anschließt, aber irgendwie merkt man dann, dass sie dann doch irgendwelche anderen Pläne hat. Homer wird gespielt von Freya Allen, die ist mir so noch gar nicht so wirklich aufgefallen, aber die kennt man zum Beispiel aus ähm, der Witcher-Serie oder zum Beispiel aus ähm, The War of the Worlds und. Ja, die ist schauspielerisch ist sie tipptopp, also muss man ganz ehrlich sagen, also die hat wirklich einen sehr guten Job gemacht. Man hat ihr die Rolle super abgekauft und auch wie sie von ihrer Mimik her das ähm, rübergebracht hat, hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Also denke mal von ihr kann man in nächster Zeit vielleicht sogar noch mehr erwarten, denn wenn dieser Film erfolgreich haben wird, wird sich das für sie in nächsten Rollen wahrscheinlich dann auch auszahlen und somit denke ich mal wird sie da auch ähm, ja jetzt mehr und mehr vielleicht in größeren Produktionen auch Fuß fassen auch so die die Landschaftsaufnahmen die fand ich richtig gut und ähm, so generell die Animation und auch der Sound der war richtig geil also ich hatte jetzt an diesem Film jetzt nicht so viel auszusetzen gehabt auch wenn der Film eigentlich zwar die Geschichte weitererzählt aber nicht wirklich viel Neues bietet also Außer dass ich jetzt mehr Affen gegenseitig an eine Google gehen, hat mir der Film jetzt nicht so viel Neues gegeben. Aber er hat die Story einfach konsequent weitererzählt, was dann natürlich dann auch gut ist. Also ich muss jetzt nicht nochmal eine neue Triologie haben oder sowas, weil irgendwo finde ich jetzt, ist der Stoff jetzt irgendwo auch mal auserzählt. Aber für den Film kann man sagen, war es jetzt nochmal okay gewesen, um zu wissen, was jetzt nach Caesar passiert ist. Und wie sich das jetzt, wie sich die Welt da jetzt so weiterentwickelt hat und so, aber es reicht dann jetzt meiner Meinung nach auch damit. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Also, Planet of New Kingdom. Ungefähr 300 Jahre geht es in die Zukunft und erzählt uns dann jetzt die Geschichte von Noah. Und seinen Freunden und seinem Clan. Und ja, und Proximus Caesar ist halt der böse Gegenspieler, der aber gar nicht so böse wirken möchte, vor allen Dingen nicht auf die Allgemeinheit, sondern er ist einfach nur halt so der Anführer, der halt, ja, wenn man nach seiner Pfeife tanzt, eigentlich gut zu einem ist und wenn man nicht zu seiner Pfeife tanzt, dann, ja, lernt man ihn halt auf einer anderen Art und Weise kennen. Und wie gesagt, also, irgendwas ist an den Gesichtsanimationen anders. Irgendwas, weiß ich nicht, gefiel mir irgendwie nicht. Also, irgendwas hat sich da komplett anders angefühlt. Aber es kann auch einfach nur Spinnerei von mir sein. Aber ansonsten wirklich tiptop gemacht, soundtechnisch, bildtechnisch. Da ist die Qualität nicht gesunken, im Gegensatz zu den anderen Filmen. Man hat auch wieder super Charaktere reingebracht, die einen wirklich ähm, gefallen, die auch wirklich vielfältig sind. Ja, auch wirklich Spaß machen, sich anzugucken. Sowohl auf beiden Seiten, sowohl auf bösen Seiten als auch auf die guten Seiten, hat man da wirklich sehr tolle Charaktere, die man auch wirklich ähm, gerne sieht. Der Film, der wird, denke ich mal, sich ganz gut einreihen. Ob er jetzt besser wird als die anderen, muss man jetzt mal abwarten. Aber zumindest, könnt, also zumindest hat er an Qualität halt nicht nachgelassen. Was ja natürlich auch bei irgendwelchen Fortsetzungen irgendwann. Schon passiert ist, aber hier ist es definitiv nicht der Fall. Hier ist die Qualität Bild Ton gleich geblieben. Ja, das war meine. F Ach ja, das war es noch nicht gewesen, denn jetzt kommen wir erstmal zu der Bewertung. Also ich gebe den Film vier von fünf Totenköpfen. Der Film macht Spaß. Der Film ist super. Der Film hat ähm, eigentlich alles, was man für einen guten Popcorn Action, Science-Fiction-Film halt braucht. Da ist alles drin, da ist Spaß drin, da ist Action drin, Spannung drin, interessante Charaktere drin und ja, die Story wird wie gesagt jetzt weiter fortgeführt, was aber hoffentlich jetzt auch der letzte Film ist, denn noch mehr brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, das war meine Filmbewertung zu Planet der Affen New Kingdom. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten, liken und abonnieren nicht vergessen. Dann würde ich mal sagen, bis dann.